guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt hier in Dillingen an der Donau beim Tag der Bundeswehr am 15. Juni. Und noch ist hier jetzt am schönen Samstagmorgen gar nichts los im Moment. Hier wird noch aufgebaut. Wir sind circa eine Stunde vorm Einlass. Und hier auf dem Gelände werden gleich die dementsprechenden Großgeräte fahren. Und ja, wir werden mit unseren Modellpanzern dabei sein, in unserem Modellpanzerzelt. Da werde ich euch gleich ein paar schöne Aufnahmen zeigen können von den Modellen und natürlich auch von den Großgeräten, die hier fahren. Wir haben gestern schon mal einiges aufgenommen. Gestern haben wir hier im Staub gestanden, sind wir völlig verstaubt worden. Die haben uns komplett hier eingegast. Das ist unglaublich, was hier in Staub entstanden ist. Ja, muss so sein. Panzertruppe heißt immer Staub. Und wir werden mal schauen, was uns der Tag hier in Dillingen heute bringt. Freuen wir uns drauf. Bis später. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Zelt. Zu unserem Panzerzelt. Hier sieht man jetzt schon einige Exponate dementsprechend stehen. Wir haben hier von der Bundeswehr ein schönes Zelt bekommen. So, wir haben jetzt hier unser Zelt gerade mal geöffnet für die Zuschauer. Die ersten Zuschauer sind da. Also unser Stand hier scheint ja für das Volk sehr interessant zu sein. Wattmotoren mit Schneckengetriebe, die wiederum
diese Kette da antreibt, die dann da vorne diese großen Antriebsräder befeuern, hätte ich fast gesagt. Halt die Luft an, Leute. Thank you.
Berge Panther 1 dahinter. Was? Der hat mir getan, der. Was denn? Hat der was abgekriegt? Der Fahrer? Marder in Bewegung. Plastikketten oder was hat er? Ja. Na gut, ist halt schön leicht, ne? Mit seinem G36 für Probleme. Feind rückt vor. Taliban hat Ladehemmung. Ja, der steht da frei. Unglaublich. Wir haben alle Ladehemmung. Jetzt kommt die Kavallerie. Ein Verwundeter, ja.
So, es gibt ja viele völlig verrückte Sachen, aber selbst ich habe Dinge noch nicht gesehen. Eine Original-Militär-Tracht, Dirndl. Das sind natürlich für die ganz üblen Spielchen im Schlafzimmer geeignet. Geniale Idee. Flecktarnmuster vergrößert. Als Tracht. Ja, unser Resümee von heute. Wir sind ja hier in der Funker-Kaserne und dementsprechend hast du hier natürlich nicht so viel Großgerät wie bei anderen Einheiten beim Tag der Deutschen Bundeswehr. Aber trotzdem schon beeindruckend, was hier an Großgeräten war. Hat natürlich Spaß gemacht. Aber nach wie vor sind drei Großgeräte, der Flakpanzer Gepard, der 1A5 und der, was war es noch, der Marder von den Uffenheimern, also Wehrtechnikmuseum Uffenheim. Und ja, die sind natürlich hier gern gesehener Gast, weil die einfach mal die Bundeswehr unterstützen mit bewegungsfähigen Großgeräten.